herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich einen haltbaren Apfel-Zimt-Smoothie. Das Schöne an diesem Smoothie ist, dass der haltbar ist und derjenige, der ihn geschenkt bekommt, ihn dann trinken kann, wenn er möchte. Wir brauchen dazu 600 Gramm Äpfel, Wasser, je nachdem, wie viel notwendig ist, um den Smoothie flüssig zu bekommen, eine entsprechende Menge Zucker, wie man es gerne mag, eventuell ein bisschen Zitrone, Zimt würde ich empfehlen reinzutun, muss man nicht, wenn man es nicht mag. Und wenn es für Erwachsene ist, kann man auch ein bisschen Rum dazu tun. Das gibt dem Ganzen einen besonderen Pfiff. Der Alkohol verfliegt normalerweise durch das Aufkochen, während der Geschmack des Rums noch drin bleibt. Dann habe ich in diesem Falle Henkelgläser gewählt, weil die gut für diesen Zweck geeignet sind. Dann haben wir Verschlüsse, die geschlossen sind, mit einem Knopf, der anzeigt, ob das Vakuum hält oder nicht. Und dann befestigen wir an dem Glas einen Trinkhalmdeckel mit einem festen Trinkhalm. Das heißt, derjenige, der diesen Smoothie bekommt, kann ihn dann trinken, wenn er möchte, und einfach den Deckel wechseln, Trinkhalm rein und genießen. Dann haben wir natürlich Deko und Etiketten. So, wir mixen jetzt den Smoothie zusammen. Als erstes tue ich ein bisschen Wasser in den Mixer, damit sich das schön vermischt. Ich weiß, dass wir mindestens 200 ml Wasser brauchen, das heißt, da brauche ich jetzt nicht so groß abzumessen. Dann tue ich die Äpfel dazu. Und jetzt mixe ich das erstmal, um zu gucken, wie die Konsistenz ist. So, da muss auf jeden Fall noch etwas Wasser rein, weil diese Apfelstückchen, die werden sich natürlich beim Kochen noch ein bisschen auflösen, aber man sieht jetzt schon, dass es noch ein bisschen zu dick ist. Ich werde da so ein bisschen was reintun. So. Jetzt sind wir bei 400 ml Wasser bei diesen Äpfeln. Ich denke mal, dass das ganz in Ordnung sein sollte. So. So, das sieht gut aus. Und jetzt werde ich den abschmecken. Ich weiß schon, dass ich den Zimt reinhaben möchte. Das heißt, den Zimt einfach rein. Und ich mache schon mal ein bisschen Zucker rein, weil sehr süß waren die Äpfel nicht. So. Und dann probieren wir es gleich mal. Okay, testen wir das mal. Der ist noch ein bisschen lasch, das heißt, da fehlt Zucker. Eigentlich ordentlich Zucker, ich kann es gleich ganz rein tun. Das sind 50 Gramm gewesen und ich werde ein bisschen Zitrone dazu tun, weil Säure kann da auch noch gut gebrauchen. So, machen wir das nochmal. Ich denke, das ist jetzt in Ordnung. Lassen wir doch mal den Kameramann probieren. Hier, bitteschön. Ah, okay. Schön süß, aber nicht zu süß. Okay, na dann kann das ja nur richtig sein. So, den Rum füge ich jetzt noch nicht zu. Den macht man nämlich erst rein am Ende des Kochvorgangs, damit noch ein bisschen Rum erhalten bleibt. Weil sonst kocht man das ganze Aroma raus. Das wollen wir ja nicht. So, und dann geht's an den Herd. Ich habe die Apfelstücke im Mixer zerkleinert, weil ich für den Smoothie gerne eine etwas stückigere Konsistenz haben möchte. Die Konsistenz wird beeinflusst dadurch, wann man die Frucht zerkleinert. Macht man das ganz am Anfang, wird es eher stückig. Macht man es direkt nach dem Kochen, wird es weniger stückig, ist aber noch nicht ganz weich. Wenn man aber die Frucht noch etwas länger kocht und erst dann zerkleinert, wenn sie schon komplett weich ist, dann kriegt man so eine ganz cremige Konsistenz ohne Stücke. Ich möchte es jetzt ein bisschen stückiger haben und bringe also so den Brei, wie ich ihn jetzt habe, erstmal zum Kochen. Also ich muss jetzt doch feststellen, dass dieser Smoothie etwas zu stückig ist, deswegen werde ich jetzt nochmal den Pürierstab zu Hilfe nehmen und das Ganze nochmal ein bisschen mehr zerkleinern, weil es ist doch etwas zu grob.
Ja, das ist jetzt schon viel besser. Jetzt koche ich es nochmal ordentlich auf, schäume dann ab und dann geht's ab in die Gläser. So, jetzt schäume ich das Ganze mal ab. Geht in diesem Falle sehr leicht, wie schön. So. Und jetzt kommt der Alkohol dazu. Da blubbert das schon schön. Das ist das Zeichen dafür, dass ein Teil des Alkohols verfliegt. Glücklicherweise nicht komplett alles. Riecht schön nach Rum. Genau. Jetzt schiebe ich noch mal ein bisschen den Schaum zur Seite und schäume das noch mal ab, damit das Smoothie am Ende auch gut aussieht. So, fertig für die Abfüllung. Jetzt der heiße Smoothie, der ist über 80 Grad, eigentlich gut über 90, wenn es geht. Die Gläser sind heiß ausgespült und ich fülle den jetzt ab. So. Na, da wollen wir mal hoffen, dass das wirklich in zwei passt, ob ich das richtig kalkuliert habe. Und. Ja, super, oh mein Gott. Super. So. Okay. So. Dann mache ich das zu. Die sind natürlich auch schon ausgespült, die Deckel. Das ist ganz wichtig. So. Jetzt stelle ich das Ganze auf den Kopf, damit der Deckel ebenfalls erhitzt wird für ungefähr 5 Minuten. Der Smoothie ist jetzt abgekühlt. Das sehen wir gut an dem Deckel. Das Vakuum hat sich gezogen, das heißt, er ist jetzt haltbar. Und jetzt geht's ans Dekorieren. Ich habe da schon mal was vorbereitet, denn ich habe die Etiketten bereits bedruckt und habe die Etiketten schon mal draufgeklebt. So. Und dann hatte ich die Idee, es geht ja darum, dass der Beschenkte den Deckel wechseln kann, wenn er das dann trinken möchte, hier so mit dem Konstrukt. Und da habe ich mir überlegt, das machen wir einfach in so ein kleines Beutelchen rein. In diesem Falle weihnachtlich verpackt, das kann man auch anders machen. Trinkhalm dann rein. Und auch da habe ich schon mal was vorbereitet. Hier, da habe ich nämlich dann noch meine Lieblingsziehschleife rumgebunden. Diese hier, die man einfach so ziehen kann. Das Gute daran ist, man hat hier, wenn man das gezogen hat, hier immer gleich genügend Band, um das rumzubinden. Und das habe ich der Schnelligkeit halber schon mal gemacht. Das binde ich jetzt um das Gläschen rum. So. Und hoffe, dass ich mir dabei die Finger nicht breche. Und so. Okay. Und schon ist das Geschenk fertig. Haltbar ist das Ganze, solange eine Obstkonserve eben haltbar ist. Das heißt, bis man sie eigentlich isst. Wobei in ein paar Jahren ist dann die Farbe nicht mehr so schön und der Geschmack leidet auch drunter. Also man sollte es schon ungefähr in einem Jahr essen, aber schadet auch nichts, wenn es ein bisschen länger steht. So, und das ist er dann.